Auf diesem kleinen Stück Land bei Neustrelitz will Juliette Lahaine, genannt Jette, ihren Traum verwirklichen. Den Traum vom eigenen Acker. Und der soll schon bald voller Leben stecken. Die Käfer sind nämlich auch schon alle aktiv. Da. Rüsselkäfer. Ende März. Das Frühjahr kommt nur schwer in Gang. Das Arbeitsgerät auch. Ich bin erstaunt, wie gut die noch funktioniert. Die alte Scheibenegge muss Jette unbedingt wieder flott kriegen. Das ist alles ein Abenteuer, besonders die dicke Bertha. Ich muss mal gucken, ob die schwer genug ist. Die sieht richtig massiv aus. Aber wenn die auf dem Acker ist, dann die ist ja letztes Mal rübergeglitten, als wäre... Oh. Muss mal raufklettern. Dann müsste besser. Markus Poland ist Jettes Kollege. Was da hinten? Ja, mach mal das. Nö, passiert nichts. Zusammen wollen sie eine ökologische Landwirtschaft betreiben. Ihr Startkapital ist bescheiden. Die Scheibenegge gab's günstig für 400 Euro. Wir haben die aus Rostock geholt, hier eBay Kleinanzeigen, so mal fix. Da waren nur wir zwei, sind da hingefahren und haben gesagt, oh nee, die sieht doch gut aus. Naja, nehmen wir. Für den Preis, super. Und beim Aufladen mit dem Radlader ist es dann noch das halbe Ding fast zerbrochen. Ja. Und dann kam hier eigentlich nur noch ein Klumpen Schrott. Das geht einfach nicht mehr. Oder ich ziehe und du drückst. Den Hof konnte Markus von seinen Eltern übernehmen. Die hatten ihre Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben. Jette und Markus aber wollen hier im mecklenburgischen Kleintrebow eine Existenz aufbauen. Nach 3 Stunden Montage zeigt das alte Gerät, dass es doch noch zu gebrauchen ist. Mit diesem Stück Land hat Jette sich wirklich was vorgenommen. Es gehörte einst zu der LPG mit den schlechtesten Ernteerträgen der ganzen DDR. Und doch ist die gelernte Obstgärtnerin voller Hoffnung. Also hier ist mein Sandstrand, also schönster, wie sagt Markus immer, Teddybärchensand. Der braucht also ein paar Jahre. Und wenn man dann aber schon ein paar Meter weiter guckt, wird das schon wieder richtig schöner, dunkler Boden. Ihr Plan ist, mit dem Gemüse von diesem Acker 100 Menschen zu versorgen. Was ich am meisten Angst vor habe, ist so, dass ich wirklich am Ende alleine diese Verantwortung trage für die Ernte. Also dass mit meiner Entscheidung steht und fällt die ganze Sache. Schafe hat Markus schon als Kind gehalten. Er sorgt für die Tiere, Jette für den Acker. So haben sich die beiden die Arbeit aufgeteilt. 100 Unterstützer konnten sie gewinnen, die gemeinsam in den kleinen Betrieb investieren. Solidarische Landwirtschaft nennt sich das Modell. Dafür müssen die beiden Bauern ihre Mitglieder regelmäßig beliefern. Mit Fleisch, Milchprodukten und Gemüse. Die Arbeit mit den schottischen Hochlandrindern ist überschaubar, sagt Markus. Anders sieht es bei Jette aus. Sie macht sich schon Sorgen. Wird ihr Acker bereits im ersten Jahr genug Erträge bringen? Das Frühjahr ist ausgefallen. Mitte April, gleich 28 Grad. Höchste Zeit, Zwiebeln zu stecken. Jette hat Unterstützung organisiert. Sophie, eine Freundin aus Neustrelitz, hilft mit. Und Lilly macht hier ihren Bundesfreiwilligendienst. Das meiste ist einfach Handarbeit. Das geht nicht anders und das will einfach keiner machen. Bei so einem Wetter auf dem Acker stehen und gebückt im Boden rumpulen. Ich bin jemand, der die Dinge auch gerne in die Hand nimmt, anfasst und spürt. Und sonst keinen Bezug dazu finde, wenn ich es im Fernsehen sehe oder von oben vom Trecker aus. Meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, Kind, mit 30, da fängt man an anzusetzen, aber bisher ist noch nichts passiert. Der Acker ist sportliche Herausforderung genug. Im Schafzelt herrscht Aufregung.
Schuhe, ne? Der Schafscherer ist gekommen. 3 Wochen früher als sonst. Bei der Hitze muss die Wolle runter. So schnell wie möglich. 20 Mutterschafe hat Markus. Also normal habe ich die Wolle immer abgeliefert, ne? Aber man kriegt halt so wenig Geld, dass ich das wirklich nicht. Dass das nicht mal die Kosten der Schafschuhe im Prinzip einbringt. Aber naja. Nun nimmt halt auch Jette immer mal einen Teil der Wolle und macht da in ihrem Garten so Maßnahmen, die dann wohl dazu führen, dass das Wasser sich besser hält beim Sandboden. Und sie hat sich da belesen, also ich hoffe, das wird was bringen und bin da sehr gespannt. Schafwolle für die Bodenverbesserung. Jette hat einen Uralt-Trick aus Großmutters Zeiten wieder ausgegraben. Das kommt gerade erst wieder in Trend. Also das haben die Bauern früher immer gemacht. Die haben aber eben diese Mieten angelegt. Oh, guck mal wirklich, wie das die Hände fettet. Super cool. Wie Melkfett, ne? Melkfett. Mhm. Und ist also Mulchmaterial, Vergrämungsmittel gegen Wühlmäuse und auch eben der Stickstoffdünger. Jette probiert noch aus, ob der geliehene Kartoffelpflug für ihre Zwecke praktisch ist. Obwohl es nur mühsam vorangeht, ist sie davon überzeugt, dass so eine behutsame Art der Bodenbearbeitung richtig ist. Sie will zeigen, dass man gerade mit einfachen Mitteln gesunde Lebensmittel erzeugen kann. Mittagspause. Nicht immer haben Markus und Jette so viel Unterstützung wie heute. Die Idylle trügt nicht. Sie ist Belohnung für die Mühe. Das ist ja auch ein Grund, warum ich nie bereuen würde, dass ich Landwirt geworden bin. Es ist viel harte Arbeit, aber es gibt halt schöne Momente, entspannte. Und man ist draußen in der Natur, also wenn man das mag, ist das genau der richtige Job. Das erfährt man auch erst, wenn man es wirklich macht. Ne? Wenn man das jeden Tag macht, dann, dann lernt man das zu schätzen, draußen zu sein. Und es ist auch, also es ist Arbeit, aber es ist irgendwie anders, weil das so mit viel Freude und so verbunden ist. Das stimmt. Lilly ist auch ein Optimist vorm Herrn. Wenn ich dann sage, Mist, und dann sagt Lilly, ach. Und man lernt sie richtig kennen bei der Arbeit. Also man, wenn man dann stundenlang auf dem Acker steht und manchmal 8 Stunden lang nebeneinander herarbeitet, dann packt man auch sein ganzes Privatleben aus. Meine Oma hatte immer einen Garten und das hat mir immer voll viel Spaß gemacht, da mitzuarbeiten. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Ne? Ich habe jahrelang in einer Großstadt gewohnt, hatte nicht die Möglichkeit. Nur irgendwie so auf meinem kleinen Stadtbalkon habe ich auch ein paar Sachen angebaut. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die große Frage für Jette: Was, wenn dieser sandige Ackerboden nichts taugt? Doch sie hat einen Plan B. Jemand aus dem Dorf hat ihr einen halben Hektar gutes Gartenland zur Verfügung gestellt. Der Boden ist also ein Traum für jeden Gärtner. Der ist, hat Tonanteile, das ist sehr wichtig, das hat der große Acker nicht. Das ist ein großer Vorteil, um Wasser im Boden zu speichern. Die Kohlpflänzchen brauchen so einen schweren, wasserspeichernden Boden. Da ist sie, guck. Die Kohlfliege. Die setzt sich an den Hals und legt hier ihre Eier um die Pflanze drumherum. Deshalb ist es dann, man könnte natürlich jetzt ein Insektizid spritzen gegen diese Fliege oder man häufelt einfach die Pflanze an und schon hat die Kohlfliege das schwieriger. Und dann habe ich eben ein Kulturschutznetz, was zwar teurer ist in der Anschaffung, aber eben das Erdreich jetzt nicht beeinflusst. Ihr erstes Wirtschaftsjahr fällt ausgerechnet in die schlimmste Trockenheit seit 100 Jahren. Der Acker gleicht einer Wüste. Markus hat einen Brunnen gebohrt. Die Pumpe läuft fast rund um die Uhr.
Das Bewässern nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, als Jette dachte. Ständig muss sie die Sprenger umsetzen. Wasser ist überhaupt das Thema. Besonders jetzt. Also wir hatten seit 3 Monaten keinen nennenswerten Regen. Oder man könnte wirklich sagen, überhaupt keinen Regen. Das war nicht messbar an meinem Regenmesser. Also ich habe auch die Alten im Dorf gefragt. Ist lange her. Oder kann sich auch keiner daran erinnern, dass es mal so trocken war. Wenn man Markus glaubt, dann ist es jetzt das 2. von 7 schlechten landwirtschaftlichen Jahren nach der alten Bauernregel. Auch seine Tiere leiden unter der Trockenheit. Frisches Futter finden sie draußen nicht mehr. Stattdessen gibt's nur noch Trockenfutter. Ja, das ist ja jetzt schon ein Problem mit den Lämmern. Also die Fläche, wo ich die eigentlich raufbringen wollte, die ist komplett verdörrt. Oder steht kein Halm mehr. Oder wenn da nur trockene Überreste. Und da verhungern die mehr. So, jetzt muss ich da ein bisschen umswitchen. Und die leiden halt auch ein bisschen runter. Manche haben hier richtig Sonnenbrand gehabt. Da geht die Milchleistung dann ein bisschen zurück. Das Fell bleicht total aus. Naja. Jetzt schickt er die Schafe in den Wald, damit sie dort im Schatten noch was Grünes finden. Manchmal wächst Jette der Problemacker über den Kopf. Oft genug hat sie auf der großen Fläche keine Hilfe. Es ist unrealistisch, dass eine Person 3 Hektar alleine bewirtschaftet. Also es ist natürlich, dass ich jetzt ab und an schon an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin. Hilfe naht. Martin kommt. Ich habe extra meinen Job aufgegeben, damit ich meiner Freundin helfen kann. Damit sie abends auch mal ein bisschen fitter nach Hause kommt, als wenn sie den ganzen Tag alleine über den Acker läuft. Für mich ist das Wunder von Klein Trebbow. Dass hier wieder vernünftiges Gemüse auf dieser Steppe wächst, eben auch vernünftig gewirtschaftet wird. Ich habe zu ihr gesagt, wenn du schaffst, hier Gemüse anzupflanzen und zu ernten, dann ist das für mich einfach ein Wunder. Martin hat die undankbare Aufgabe, Unkraut zu jäten. Aber er soll es nicht wegschmeißen, sondern wie einen Schutz um die Pflanzen legen, sagt Jette. Na eben, wir versuchen das eben alles hier in der Erde zu halten, ne? Weil diese Erde, die hält kaum Wasser. Und da muss man halt alles tun mit allen Tricks, um das Wasser zu halten, damit die Pflanzen auch was Ordentliches zu trinken haben. Also die Verdunstung ist sehr hoch, die Sonne ist sehr stark, der Wind zieht das alles weg und dann sieht man das einfach auch schon. Der gute Humus fliegt dann auch wieder weg. Und den wollen wir eben halten. Unkraut gibt es für Biobauern nicht. Und so nützt zum Beispiel dieses Kraut den Radieschen. Heißt das, du hast schon probiert? Ja, ich finde es sehr gut. Lecker, schön groß. Das ist die erste Ernte. Also vom Feld direkt, ja. Das ist historisch. Ja, aber also das Aufregendste ist, wenn ich nachher den Mitbauern gegenüberstehe und ihre Reaktion sehe. 80 pro Kiste, 160. Noch mal ein bisschen rechnen. Ja. Auf diesen Tag haben alle hingefiebert. Den ersten großen Verteilertag. Heute kommen die Mitbauern. So werden hier die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft genannt. Alle bekommen ihre Anteile. Auch die Milch von Markus Schafen. Lilly hilft mit. Das Abfüllen muss bei der Hitze schnell gehen. Also offiziell ist diese Milch jetzt hier 4 Tage maximal haltbar, aber hält sich eigentlich 8 Tage. Die Leute fahren auch total auf die Frischmilch ab, weil der Kaffee einfach 10-mal besser schmeckt, weil die ja so fettig ist und so cremig. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, angesteckt von Markus und Jette. Ich bin noch nicht aufgeregt, Lilly. Oder? 70 Salatköpfe kann Jette an diesem wichtigen Tag ernten.
Immerhin. Anfang Juni beginnt ja erst allmählich die Erntezeit. Die Gurken reichen noch nicht für alle. Das ist sozusagen der erste Knoten, der platzt. Es ist überhaupt irgendetwas da zu ernten. Auch wenn ich verspätet bin, ist es doch, es ist qualitativ jetzt nicht grottenschlecht und ich muss mir was zusammenpuzzeln, sondern es ist schon in Ordnung. Ist so eine Beruhigung jetzt sozusagen auf der Strecke mal kurz ein Häkchen machen und sagen, ja, so weit hat's hingehauen. Auch die Mitglieder haben schon lange auf diesen Tag gewartet. Sie zahlen monatlich einen Solidaritätsbeitrag zwischen 55 und 160 Euro, je nachdem, wie viel Anteile an Milchprodukten, Fleisch und Gemüse sie bestellt haben. Jette hofft, dass ihre Radieschen und der Salat den Ansprüchen der Mitbauern genügen. Das ist hier Batavia, der ist ein bisschen knackiger. Ja. Rubinette, das ist eigentlich, der ist ja mild, ne? Ja. Aber sieht halt anders aus im Salat. Und das ist der normale Kopfsalat. Und da gibt es hier oben die Braten. Unterschiedlich, also größtenteils aus der Keule geschnitten. Dann gibt es ein Kilo Hack. Und hier sind zwei Rouladen immer drin. Wir zahlen, glaube ich, so was ca. 160 Euro im Monat. Es ist schon heftig. Also wir sind jetzt nicht mit dem Anspruch rangegangen, dass sich das sofort rechnet, für uns. Ne? Also wir zahlen Beitrag, haben aber wahrscheinlich nicht komplett den Gegenwert zurzeit. Aber damit haben wir gerechnet. Aber ich denke mal, alle stehen da irgendwo dahinter, die sogenannten Mitbauern, so dass man dann sagt, naja, wenn es heute nicht so viel ist, dann eben nächstes Mal. Manche Tüten haben zwei kleine oder dann auch mal eine große. Mach zwei kleine, ja. Könnte ich besser einteilen. Ihr könnt aber auch so zwischen Radieschen oder zweimal Gurke oder zweimal Rhabarber. Das Modell der solidarischen Landwirtschaft gibt es auch anderswo. Viele Verbraucher haben das Gefühl, eine gute Sache zu unterstützen. Die meisten sehen schon, dass wir hier was Langfristiges aufbauen, was jetzt eben keinen Vollertrag in der ersten Minute zur Folge hat, sondern dass das eben was ist, wo man langen Atem braucht. Und das war, würde ich jetzt mal sagen, so 90%, 80%. Genau. Ja. Also ich verstehe halt auch, dass Jette hat da ein bisschen mehr Druck, weil sie halt das alles neu aufbaut, diesen ganzen Gartenbau. Ne? Und ja. Ich habe die Milch immer da, ich muss die nur noch verarbeiten und dann verteilen. Und das ist halt auch so kalkuliert, dass das dann ungefähr dem Wert entspricht, was die Leute bezahlen im Monat. Das wird aufgehen, denke ich. Markus hat investiert. Seit kurzem betreibt er eine eigene Molkerei, in der er die Milch seiner Schafe selber verarbeiten kann. Die Milcherzeugnisse und besonders sein Käse sind ein wichtiges Standbein für den Hof. Und sie sind bei den Mitbauern beliebt. Das ist so nach Art des Bergkäses ein bisschen gemacht. Und ist halt vom Anschnitt also richtig so klar weiß, wie man es bei Ziegen- und Schafmilch kennt. Und so ein bisschen wie Pecorino halt. Ein so ein Leib sind so 30, 35, 40 Liter Milch so. 35 Liter im Schnitt. Da melke ich meine 20 Schafe für. Einmal am Tag. Für ihre Tomaten geht Jette Kompromisse ein. Eigentlich lehnt sie Folientunnel ab, doch die Erträge für 70 Mitbauern könnte sie ohne Regenschutz nicht liefern. Die meiste Arbeit aber macht der Boden. Ich weiß, dass wir mindestens 10 Jahre daran arbeiten werden, einfach nur diesen Boden hier aufzubauen, der auch gar nicht so schlecht ist, wie man denkt. Das ist die größte Herausforderung, die sieht man kaum. Wir werden es an den Unkräutern bemerken. Ihr Acker hat sich zu einem wahren Blütenmeer entwickelt. Für Jette ein Grund zur Freude. Mutter Natur duldet keinen unbedeckten Boden, nicht wahr? Sie ist eine sparsame Hausfrau. Der Ökobauer würde sagen,
Es gibt keine Schädlinge, da muss sich der Bauer einfach mit abfinden, dass er also einen bestimmten Verlust hat. Ich bin ganz überrascht, ich zähle schon die ganzen Käfer- und Schmetterlingsarten, die hier so rum sich tummeln. Und also ich bin ja ganz froh, weil die mir eben natürlich auch beim Pflanzenschutz helfen. Also einmal zum Beispiel die Melde dort vorne, wie die hier mit Blattläusen voll ist. Und die habe ich hier natürlich. Die kommen, ob ich es will oder nicht. Im Moment helfen mir zum Beispiel die Marienchenkäfer ganz doll. Die fressen also, die freuen sich, dass die da eine Nahrungsquelle haben. Die haben die Blattläuse, helfen mir beim Pflanzenschutz. Die brauchen aber natürlich auch die vielfältige Flora. Einzig gegen den Kartoffelkäfer ist auf Jettes Acker kein Kraut gewachsen. Es hilft alles nichts. Außer sammeln. Lebendige Fracht trifft ein. Markus hat 120 junge Biogänse bestellt. Sie verbringen hier noch die nächsten 6 Monate. Bis Weihnachten. Jeder Mitbauer soll eine Gans bekommen. Die kriegen jetzt gerade erstmal ihr Gefieder. Die verlieren jetzt die gelben Daunen, die weichen, und kriegen jetzt weiße Federn. Und die schieben die. Das ist normal. Also ich denke mal, jetzt in 2 Wochen sind die weiß. Und doppelt so groß. Im Garten ist wegen der langen Trockenheit das Gemüse erst einen Monat später erntereif. Guck mal, die ist eigentlich auch noch zu spitz. Die kann noch einen Tag. Ganz schön faltig, ja. Ja, ganz schön faltig der Stück. Jette ist froh über dieses fruchtbare Stück Ackerland, was ja ursprünglich gar nicht geplant war. Sie sind jetzt endlich alle in Gang gekommen. Das ist, was ich auch schon seit 3 Wochen jetzt meinen ganzen Mitbauern erzähle. Es wird mehr, es kommt jetzt alles in Gang. Jetzt haben sich hier sogar selber noch Sachen ausgesät. Der Kürbis hier zum Beispiel, den habe ich da nicht hingesetzt. Der hat sich da ganz alleine dick gemacht. Und Physalis hat sich noch selber ausgesät, Tomate. Ja, wir kommen jetzt in den Vollertrag. September, die Haupterntezeit. Die Gänse sind herangewachsen. Die Kürbisse auch. Im ersten Hofjahr von Jette und Markus gibt es einen wichtigen Termin. Das Erntedankfest. Alle Mitbauern sind eingeladen. Zum Feiern und zum gemeinsamen Ernteschmaus. Ja, Zucchini muss es heute geben, nochmal eine neue Variante. Also da können wir noch kreativ werden, aber da reden wir dann nochmal drüber. Ja, herzlichen Dank an Anne und alle, die heute da sind und hier dieses Fest überhaupt lebendig machen. Danke, Leute. Und viel Spaß! Alles, was auf den Tisch kommt, stammt von hier. Der Käse von den Schafen, Kartoffeln, Zucchini und Kürbis von Jettes Acker. Zur Freude der meisten hat Markus ein ganzes Sattelschwein spendiert. Fast gerät in Vergessenheit, wie sie sich bei der Trockenheit abquälen mussten, um so viel auf den Tisch zu bringen. Aber nicht alle Mitbauern lassen das gelten. Da muss die Landwirtschaft immer mitrechnen. Ich kann nicht nur immer sagen, das ist höhere Gewalt oder sonst was. Ich muss wissen als Landwirt, dass ich unter Naturbedingungen eben im Prinzip meine Arbeit tätige. Und ich erwarte natürlich im zweiten Jahr und im dritten Jahr ein bisschen mehr. Wobei, mir gefällt, wie die jungen Leute sich engagieren. Mir persönlich war es von Anfang an klar, dass das erste Jahr erstmal, ich sage jetzt mal, hauptsächlich dafür da sein wird, um das Ganze überhaupt erstmal in Schwung zu bringen. Ne? Und man sagt ja auch immer, man muss erstmal investieren, damit man überhaupt was bei rauskriegt. So, ne? Und deswegen denke ich, dass wir auf alle Fälle noch ein Jahr brauchen werden. Aber so, finde ich, geht das erstmal schon in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Also ich finde es, glaube ich, nicht teuer. Ich finde es einfach nur gerechtfertigt. Ne? Aber es liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich genieße das einfach hier. Es ist eine gewisse Unbeschwertheit, aber auch ein gewisses familiäres Verhältnis.
Ne, und man fühlt sich halt hier immer wohl, ne, weil es immer ein Miteinander ist. Was man nicht mehr oft findet, finde ich. Ja. Das sind meine Erfahrungen. Die gelernte Obstbäuerin Jette will demnächst auch alte Apfelsorten anbauen. Heute fällt ihr erstmal ein Stein vom Herzen. Das ist ein großes Dankbarkeitsfest für uns alle, glaube ich, ja. Also da sind wir uns alle einig, ja. Und ich bin dankbar, dass sie so lange durchgehalten haben, dass sie jetzt eben auch die schwere Anfangszeit mit uns genommen haben. Es ist Herbst geworden in Klein-Trebow. Der erste Frost ist da. Jette hat zwei neue Helfer. Das hier entfernen wir auch noch. Beide vom Bundesfreiwilligendienst. Markus ist Vater geworden. Ein aufregendes Jahr. Den jungen Landwirten wird klar, wie viel Kraft sie ihr Projekt wirklich kostet. Der größte Knacks ist, dass wir gedacht haben, dass wir alle genau wissen, was da auf uns zukommt. Und dass wir das aber jetzt erst wirklich jeder für sich so gemerkt hat, was heißt das eigentlich, das zu machen, wie involviert ist man da eigentlich, wie viel Leben, eigenes persönliches Leben bleibt da am Ende noch übrig. Und das hatte ich am Anfang auch erwähnt, dass ich das von allen erwarte. Mhm. Und dass keiner denken darf, dass das also mal so nebenbei, mal so nebenbei geht. Bis zu 80 Stunden pro Woche ackern Jette und Markus in diesem Jahr. Ein Knochenjob. So zu arbeiten wie Generationen zuvor. Auch damals kam das Wintergemüse in die selbstgebaute Erdmiete. Für Jette immer noch die ideale Möglichkeit, um Gemüse wie Kohl, Knollen und Wurzelgemüse einzulagern. Doch Ruhe kehrt nicht ein. Der Boden braucht Humus. Genau, eigentlich füttern wir gerade den Boden. Eigentlich ist Markus auch gerade in der Tierwirtschaft zugange. Wir füttern jetzt aber ganz, ganz kleine Tiere. Dann wird das hier nächstes Jahr top. So eine Kartoffeln. Also Hühnermobil wäre auch noch toll. Das kann man immer verstellen und die picken alles auf, düngen das gleichzeitig, wälzen den Boden um. Das wäre super. Markus und Jette haben viele Pläne. Sie wollen ihr Pachtland kaufen und suchen zahlungskräftige Unterstützer. Die beiden jungen Bauern wollen einfach nicht glauben, dass die Zeit kleiner Landwirtschaften vorbei sein soll. Im Gegenteil, sie haben ja gerade erst angefangen.